Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Max und willkommen zu einem weiteren Cards by Mail Opening. Eine neue Woche und damit wieder ein paar neue Briefe, die wir aufmachen dürfen. Heute sind schon drei Stück da. Es ist tatsächlich Mittwoch und heute ist der Brief von der Anja angekommen. Auf den habe ich ja gewartet und dachte, ja, der kommt wahrscheinlich erst ein bisschen später. Aber nein, er ist heute schon da. Genauso wie der Brief vom Friedrich und vom mysteriösen Mr. P. Das sind zwei Einkäufe gewesen. Da schauen wir gleich mal rein. Wir starten mal mit Friedrich. Es ist eine spezielle Karte drin, die ich erst neulich auf meiner Facebook-Seite angekündigt habe, dass die noch fehlt. Da ging es um das Wettertrio aus der Höhenregion. Und jetzt überlegt ihr, welche habe ich denn schon? Habe ich schon Kyogre? Ja. Habe ich Groudon? Ja, mittlerweile echt tatsächlich. Was fehlt also? Es fehlt das Rayquaza Goldstar. Und jetzt ist es auch in dieser Sammlung mit drin. Das ist mega geil. Ich wollte diese Karte schon von Anfang an haben, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Und jetzt ist sie also endlich in der Sammlung gelandet. Auch dieses Trio ist komplett. Ihr werdet davon nochmal ein Bild sehen auf Facebook mit allen dreien dieser wahnsinnig geilen, legendären Wetter-Pokémon. Oder ja, Wetter-Pokémon. Als nächstes machen wir diesen ominösen Brief auf vom mysteriösen Mr. P. So, in diesem Umschlag befindet sich eine weitere Goldstar-Karte und zwar das Regice. Das ist eine echt coole Karte, die jetzt auch gefehlt hat. Auch damit ist ein weiteres Trio vollendet. Wir haben jetzt Regice, wir haben Registeel und wir haben das Regirock. Also alle drei, jetzt habe ich es falsch gesagt, oder? Regice, Registeel, Regirock. Alle drei, das sind sie. Uns fehlt nur noch Regigigas, aber das gibt's nicht als Goldstar-Karte. Deswegen sind wir mal mit den dreien zufrieden. Das ist auch sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank auch dafür. So, last but not least für den ersten Part gibt es mal wieder eine Code-Karte für euch. Viel Spaß damit, lasst mich wissen, was ihr gezogen habt. Das müsste eines aus den älteren Sets sein, aber es ist eine Code-Karte für euch. Und wir schließen den ersten Part hier ab mit der Anja und schauen, was sie uns angepackt hat. Mit ihr habe ich aber diesmal getauscht. Von der Anja erhalten wir wahrscheinlich hier auch einen Liebesbrief. Nein, tun wir nicht. Schade eigentlich, ich dachte, da steht jetzt auch was drin. Aber dafür sind hier die Karten drin, die wir uns direkt anschauen. Und haben einmal das Pantymos aus dem Generationen-Set als Reverse-Holo-Karte. Einmal Florges, einmal Floette, einmal Flabebe. Wir haben einmal Arctip und zwar aus dem Set Flammenmeer. Cool, sogar dieses, finde ich immer fehlerhafte Reverse-Holo-Bild, weil man hier keine Symbole sieht. Normalerweise müsste man ja dieses Wasserzeichen sehen. Das ist aber cool. Vielen, vielen Dank. Und da ist es. Ein Blitzer EX aus dem Generationen-Set, das wir noch weiterhin für ein Deck gesucht haben, beziehungsweise auch noch eine dritte Version eben für Nikis Sammlung. Und damit haben wir sie. Das ist sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür für den Tausch. Heute muss es schnell gehen. Wir haben vier Briefe am Start und zwar vom Nico Sutter. Den haben wir schon gesehen. Ihr kennt den Kollegen von unserem letzten Interview. Dann haben wir was vom René da. Wir haben was vom Julian da. Julian war derjenige, der uns über den 3DS die Pokémon getauscht hat. Und wir haben wieder mal einen Brief vom Auris da aus der Schweiz. Also, let's go! Und da ist es wieder mal ein Goldstück. Wir haben die Max Potion Secret Rare aus dem Set Plasma Frost. Ultra geile Karte. Jetzt haben wir sie ja wieder im Format seit Turbofieber. Und ich wollte aber trotzdem für die Sammlung natürlich diese goldene Version haben von der Max Potion. Vielen Dank, Nico. Sehr, sehr geil. Weiter geht's mit dem René. Und ist das diesmal ein Brief? Es ist wieder mal keiner. Schade eigentlich. Okay, starten wir mit dem Paket vom René. Wir haben ein Charizard. Und zwar das aus Legendary Treasures. Eine der wenigen Non-EX-Glura-Karten, die mir noch fehlen. Vielen, vielen Dank dafür. Wieder mal ein Teil für die Sammlung. Und eine Karte wieder für die Niki. Wir haben ein schönes Arcani hier. Reverse Holo, dachte ich. Ist eigentlich süß, also vom Design her schaut es echt toll aus. Und dann habe ich es einfach mal mitgenommen. Die Computersuche aus dem Base-Set, also wirklich aus dem ganz, ganz alten Set. Ich versuche und überlege, ob ich mehrere alte Decks parallel haben möchte. Aktuell habe ich zwei Stück. Vielleicht aber auch mal drei oder vier, dass ich auch mit den Teamkollegen dann spielen kann. Und da wären solche Karten ganz cool. Also wenn ihr sowas habt aus den ganz alten Sets wie den Detektor oder Professor Eich, Bill und die Computersuche, dann lasst es mich einfach wissen, weil ich würde die Karten gerne nehmen zum Spielen. Und wir haben noch eine Arcani, aber das war nicht Bestandteil des Tausches. Das ist wohl ein kleines Extra, weil ich gesagt habe, ich möchte ein schönes Arcani haben
für die Niki. Cool, vielen Dank, René. Und das ist noch eine Karte. Und das ist ein Pikachu. Also auch wieder perfekt. War auch nicht Bestandteil unseres Tausches, aber gebe ich gerne an die Niki weiter. Danke dir. Next up, Julian. So, fangen wir erstmal mit diesen beiden netten Kollegen an. Das sind Codekarten und ich denke, er hätte nichts dagegen, wenn wir sie rausgeben an euch. Hier also aus dem Schicksalsschmiedeset ein Booster-Pack. Einfach mal den Code einlösen und schauen, was ihr da so zieht. Lasst es mich wissen und danke an Julian schon mal dafür. Dann machen wir mit diesem Paketchen weiter und sehen direkt spielbare Karten. Wir haben zweimal den Kampffahnder, also für jedes Deck sollte man diese Karte 3 bis 4 Mal haben. Ich sammle immer fleißig für euch, was das angeht. Werde auch versuchen, vielleicht in Zukunft wieder mehr Trainerkarten zu haben, da sich in den vergangenen Tagen und Wochen die Anfragen doch häufen nach vollständigen Decks mal wieder. Und da würde es mich interessieren, ob ihr wirklich Interesse an sowas habt, weil dann kann ich auch schauen, dass ich mehrere solcher Karten besorge. Einige Karten werden wir verlieren in der neuen Rotation, aber der Kampffahnder bleibt bestehen und ich kann probieren, da noch ein bisschen was nachzulegen, auch an Supportern und Itemkarten. Weil das ist einfach, Pokémon sind immer schwer, komplette Playsets zu kriegen, weil jeder spielt was anderes, aber Itemkarten kann jeder gebrauchen und ich denke, das solltet ihr euch auf jeden Fall holen. Okay, dann schauen wir uns den Toploader an. Da ist noch ein Kampffahnder, das ist schon mal sehr, sehr geil. Das ist Nummer 3. Dann haben wir ein Mega Mewtwo EX, sehr, sehr geil. Die Karte ist aber leider schon reserviert, da hat der Tim sich schon gemeldet und gefragt, ob er sie gleich haben kann, weil für ihn habe ich sie effektiv auch besorgt. Er braucht sie für sein Deck, also habe ich sie ihm organisiert. Heißt, du kriegst von mir ein Mewtwo, Moment, du kriegst von mir ein Mewtwo und ein Mega Mewtwo, das wolltest du unbedingt haben und eventuell, falls du willst, kannst du auch die Versus Seeker haben. Und wir haben noch eine einzige Karte übrig und das ist N als Full Art. Jawoll, und noch eine und das müsste jetzt Nummer 6 sein. Wahnsinnig geile Karte, ich bin ein Riesenfan von dem Design. Sie ist zwar nicht mehr die frischeste Karte, das sieht man zumindest von der Rückseite, aber die Vorderseite, hat mir Julian gesagt, schaut echt gut aus und das ist vollkommen in Ordnung. Also hier sieht man eigentlich fast gar keinen Schaden oder irgendwas. Also auf jeden Fall sehr, sehr geile Karte. Vielen, vielen Dank, Julian. Ich freue mich, dass jetzt Nummer 6 am Start ist. Last but not least haben wir noch ein Paket da vom Auris. Wir haben ja schon letzte Woche mit ihm getauscht. Und ja, wir haben noch was gefunden. Also es geht immer wieder weiter und es freut mich natürlich. Oh, wow. Schubidua, da ist echt sau viel drin. Wir fangen einfach mal mit den kleinen Extras an. Und ich sehe schon wieder Oldschool-Karten und das gefällt mir sehr gut. Wir haben es ja gerade erst gehabt beim letzten Pack. Ah, mal schauen, was drin ist. Wir haben einmal den Spieler. Gute alte Karte, Mr. Fuji. Wir haben die Wiederverwertung. Geheimnisfossil, das kann man auch cool benutzen für ganz spezielle Decks. Wir haben einen Vaporeon, oh, jawollo. Dann haben wir einen Omot und wir haben einen Bibor. Wow, das schaut cool aus. Und wir haben noch ein kleines Paket und ich sehe schon Giovannis Nidoran. Das ist eine Karte, die mir noch aus dem alten Gym-Set fehlt. Genauso wie Brock's Geodude, Giovannis Nidorino, der Master Ball. Wir haben Sabrina's Gold Duck und Lieutenant Surge's Jolteon. Und davon brauche ich immer noch eine Version. Falls ihr davon Karten habt, lasst es mich wissen, denn mir fehlen noch ein paar. Machen wir einfach direkt hier weiter mit den Energiekarten und einem Blaine's Vulpix. Das ist also Pyro. Und hier seht ihr das zweite Set, das ist weiß hinterlegt im Symbol. Perfekt, heißt wieder ein bisschen was für die Sammlung reingekriegt. Wir fangen einfach mal hier an und holen eine Karte raus. Und wir dürfen uns mit Rockets Moltres mal anfreunden. Sehr geile Karte, auch wieder aus dem Gym-Set. Auch in Top-Zustand, also optimal. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank, Auris, dass du die ganzen Karten für mich rausgesucht hast. Denn genau solche Dinge brauche ich für meine Sammlungen. Die alten Karten habe ich ja nicht alle, also zumindest nicht alle Sets begonnen, aber die wenigen, die ich damals begonnen habe, möchte ich auch jetzt zu Ende bringen und deswegen suche ich da noch ein paar speziellen Kollegen. Wir haben einen Reshiram EX Full Art aus dem Set Kommende Schicksale. Wir haben schon das Zekrom EX Full Art aus dem Set. Das hier hat noch gefehlt. Auch eine schöne Karte. Es wird immer geiler, Freunde. Und dieser Ordner, wenn der voll ist, dann machen wir nochmal eine richtige Feier. Da muss ich noch irgendeine Verlosung oder sowas machen, weil ihr habt mir da echt sehr, sehr gut geholfen. Dann haben wir ein Cobalium Full Art, auch schöne Karte. Und eine Karte haben wir noch übrig. Das müsste mein kleines, rotes, freudiges Victini sein. Und da ist es auch, Victini Full Art mit der Ability Triumphstern. Einmal während deines Zuges. Nachdem du Münzen für eine Attacke geworfen hast, kannst du alle daraus resultierenden Effekte ignorieren und die Münze erneut werfen.
Das ist ganz cool. Das hat man auch früher mit Trickcoin noch kombiniert. Dann konnte man das Ergebnis quasi zweimal revidieren, falls man wirklich total daneben geworfen hat. Beispiel Calamanero X. Sagt ja auch, für jede Energiekarte, die anliegt, eine Münze werfen und bei Kopf 60 Schaden. Kann mit in Kombination mit Victini und der Trickcoin echt gut laufen, dass man auf jeden Fall den Knockout hinbekommt. Also Freunde, wieder ein Haufen Zeug am Start. Das ist ja unfassbar wieder. Wunderschöne Karten, Secret Rares, Full Arts, alte Holos und tolle Rares. Und ach du meine Güte, da habe ich schon wieder richtig Bock, meinen Ordner auszupacken und das alles einzusortieren. Die Play-On-Liste ist immer aktuell. Heißt, falls ihr da wieder was findet, was ihr tauschen könnt, was ihr für mich übrig habt, dann schreibt mich einfach an, entweder hier oder auf Facebook. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet die Kontaktdaten ja in der Videobeschreibung. Und das wäre es soweit gewesen. Danke nochmal an alle Tauschpartner. Freut mich, dass es wieder mal so gut geklappt hat und dass ihr auch eure Karten bald bekommt. Lasst es mich natürlich wissen, ob alles gut gelaufen ist. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, Freunde, dann drückt auf den Like-Button. Lasst es mich wissen. Schreibt mir was in die Kommentare. Und wenn ihr neu dabei seid, könnt ihr unten links auf den kleinen roten Button drücken und meinen Kanal abonnieren. Heißt, ihr verpasst auch die nächste Folge nicht. Da könnte nämlich wieder sowas passieren. Dann ist schon wieder eine Codekarte im Bild und schon ist sie wieder weg. Und das heißt, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Spielen. Und wir nehmen uns... Boah, es sind so viele coole Karten diesmal wieder dabei, ne? Vor allem im Opening zuvor. Wir nehmen uns... Ich denke N. Weil N ist der King und der King ist back. Und deswegen sagen wir, haut rein, Freunde. Ciao, ciao. Sehr, sehr cooles Pokémon. 140 KP stark, zwei Attacken, die jeweils nur eine Energie brauchen. Das heißt also energieeffizient. Wir haben die Attacke Coil für eine farblose Energie.